Mad Show. Das ist ein schlechter Scherz, Smith. Das ist kein Scherz, Inspektor. Nicht für Sergeant Blomfield. Was soll das heißen? Ich will das Schwein umlegen, das mein Bruder auf dem Gewissen hat. Ich warte auf Sergeant Blomfield. Sind Sie Sergeant Blomfield? Ja, Sir. Sie werden am Telefon verlangt. Danke. Sergeant! Sie haben noch zwei Schuss! Ein rätselhafter Mord in einem rätselhaften Haus um eine rätselhafte Frau. Ein neuer Fall für Eddie Blomfield. Sie wohnen ganz allein in diesem Haus? Ja, ich bin Witwe. Kommen Sie, gehen wir in mein Schlafzimmer. Mad Joe. Gut. Und jetzt schießen Sie, Johnny. Während Eddie Blomfield nackte Tatsachen bearbeitet, herrscht auf der Polizeistation London Nord nackter Terror. 3 Stunden versuchen die Beamten der Kriminalabteilung, sich aus der Gewalt eines kaltblütigen Killers zu befreien. 3 Stunden Hochspannung, hart, dramatisch, explosiv. Mad Joe. Okay, Chef, den Burschen übernehme ich. Vorsicht, Colonel. Das Ding ist geladen. Unsinn. Ich habe keine Angst vor dem Tode. Sollten Sie auch nicht haben. Solange wir leben, ist der Tod noch nicht da. Und wenn er einmal kommt, sind wir schon weg. Man hat ihr mit einer Schaufel den Schädel eingeschlagen. Mad Joe. Ein Action-Thriller mit Götz George und Ingeborg Schöne. Dem Amerikaner Walter Barnes. Dem Engländer Anthony Steele. Der jungen Marianne Hoffmann und erstklassigen Darstellern wie Siegfried Wischnewski, Gerd Günther Hoffmann, Herbert Fuchs, Werner Pochard. Und endlich wieder Eddie Arendt in einer Glanzrolle als Sergeant Harry Coleman, der die Gefahren des Polizeiberufs auf seine Art meistert. Easy Job. Krimi nach Maß. Mit Spannung, Action, Sex und Humor. Mit tollkühnen Originalaufnahmen unter der Regie des Action-Spezialisten Rudolf Zehetgruber. Mad Show. Mad Show.